Der Dietmar Trabeck und sein Assistent Bernhard Zauner waren heute mehr im Mittelpunkt als Ihnen lieber, Herr Zauner. Das 1:0, das entscheidende 1:0 von Roland Linz, war ein klares Abseits. Sie haben diesen Treffer gegeben. Warum? Ja, ich habe jetzt die Situation im TV angesehen und muss ganz klar sagen, war eine klare Fehlentscheidung. Tut mir wirklich leid. Ich kann mir selbst nicht erklären, es war eine freie Sicht von mir rein. Der Ball geht zum Torwart und wieder zurück. Wie auch immer, es war, ich will gar nicht sagen, ein Wahrnehmungsfehler, sondern ich kann es mir selbst nicht erklären, entweder Blackout oder wie auch immer. Nach 250 Bundesliga-Linien soll keine Ausrede sein. Es war einfach falsch und dürfte nicht passieren. Schiedsrichter werden zuletzt in letzter Zeit immer wieder von Trainern, von Medien immer wieder kritisiert. Wächst der Druck auf euch? Das würde ich so nicht sehen und das kann für diese Situation heute keine Ausrede sein. Das war so, wie wenn sozusagen ein Spieler ein Eigentor unbedrängt erzielt. Ja, so ähnlich sehe ich das für mich auch. Ich muss das für mich selbst verantworten, aufarbeiten. Das hilft jetzt Sturm nichts, tut mir herzlich leid, aber war ein Fehler. Herr Trabeck, der Fehler ist zugegeben. So ein Fehler kann eine Meisterschaft mitentscheiden. Wie geht man als Chef dieser Gruppe, dieser Schiedsrichtergruppe, die heute am Werk war, damit um? Ja, die Stimmung in der Kabine ist dementsprechend. Es ist nicht gerade zum Scherzen uns zumute. Wir müssen mit dem Fehler umgehen, aufarbeiten versuchen. Wir haben an der Top-Assistenten Österreichs Champions League erprobt. Irrsinnig viele Spiele, volle Routine. Er hat ein Blackout gehabt, das haben schon Spieler Blackout gehabt, haben vor 3 Metern jetzt leere Tore getroffen. Diesmal haben wir den Fehler gemacht, das tut uns leid, aber wir können uns nicht mehr rückgängig machen. Aus Ihrer Sicht, war Ihnen die Sicht verstellt oder ist Ihnen das auch ein bisschen komisch vorgekommen, wie Bernhard Zauner auf einmal auf Tor gezeigt hat, dass der Roland Linz so frei zum Schuss gekommen ist, dass der Muttersinn alleine dort gestanden ist? Also das habe ich schon sehr wohl gesehen, nur habe ich unmöglich wahrnehmen können, ob der Ball jetzt von einem Verteidiger oder von einem Kollegen kommt, dann war der Ball zuerst beim Tormann. Also mir sind 7, 8 Leute vorgestanden. Für mich war es vielleicht auch so, dass eventuell der Ball auch von einem Sturmspieler hätte kommen können. Das war für mich, ich war 16 ungefähr, unmöglich zum Sehen. Also, der Schiedsrichter Duo gibt den Fehler zu, gesteht den Fehler ein, bleibt Ihnen vermutlich in dieser Lage, bei dieser Beweislage auch gar nichts anderes übrig.